Hallo, ich bin die Katharina Karras und ich schlachte heute. Wir essen heute eine Kuh. So nennt sich mein Studienprojekt, mein Abschlussprojekt. Und ich stelle euch jetzt erstmal die große Kuh vor. Los geht's. Also normalerweise würde man ja jetzt die Kuh erstmal der Länge nach teilen. Das geht jetzt bei der nicht. Ich fange einfach mal so an, dass ich den Kopf abnehme. Was haben wir als nächstes? Wir haben hier den Kamm. Der Kamm ist der Hals oder der Nacken. Also bei der Kuh sagt man Kamm. Als nächstes haben wir hier die Rippen. Die sind natürlich auch ganz vereinfacht dargestellt, weil es ist eigentlich ein Spiel- und Lernmittel für Kinder. Ein dreidimensionales Puzzle, anhand dessen man das lernen kann. Und es soll auch auf der einen Seite abstrakt sein von den Teilen, damit die Kinder auf indirekte Weise einen Zugang bekommen, woher kommt denn überhaupt das Fleisch? Also das wächst ja nicht im Supermarkt, sondern das kommt aus der Kuh. Und diese Kuh habe ich bezogen mit einem echten Kuhfell. Der große Wirbel liegt auch wie bei der echten Kuh auf der hohen Rippe. Also da haben wir die Fehl- und die hohe Rippe, verallgemeinert als Rippen. Dann haben wir hier hinten die schönen Keulen. So, Keule Nummer 1. Dann kommen wir jetzt zu dem ganz besonderen Teil, dem Rücken. Der Rücken ist ja gut fürs Kurzgebratene. Da werden die Steaks draus gemacht. Die teuersten Steaks werden aus dem Filet gemacht oder auch das Chateaubriand. Das haben wir hier. Und wir sehen jetzt auch mal, wie klein dieses Stückchen Filet ist. Im Vergleich zu der ganzen Kuh. Und eigentlich kann man fast alles von der Kuh essen und gute Gerichte draus machen. Dann haben wir noch ein ganz dickes Teil hier. Das ist die Dünnung. Dünnung. Was ist das? Der Kuhbau. Mit Euter und Brust. Jetzt fehlen noch die zwei Vorderbeine. Die haben bei mir die Bezeichnung Bug bekommen, weil die Schultern der Kuh Bug genannt werden. So, jetzt liegt alles wahllos rum. Also beim richtigen Schlachtprozess sollte es ein bisschen ordentlicher zugehen. Das ist die Kuh Nummer 1, die große. Jetzt geht's weiter, kommen wir zu der Kuh Nummer 2. Das ist hier die kleine Wendekuh. Auch mit einem richtigen Kuhfell bezogen. Und die schlachten wir jetzt auch. Das geht bei der so, dass man erstmal das Glöckchen abnimmt. Dann zieht man die Ohren und die Hörner aus dem Kopf heraus. Jetzt muss man mit dem Daumen die Ecken des Hinterteils nach innen drücken. Kuh überstülpen. Sieht ein bisschen brutal aus, aber so ist das eben auch beim Schlachten. Tata! Jetzt kann man den Schwanz rausziehen, dass das wieder stimmt. Und zur Stabilisierung stecke ich jetzt auch mal wieder die Ohren rein. Und jetzt haben wir plötzlich eine rote Kuh. Jetzt hat die Kuh ihr Inneres nach außen gedreht. Und wir sehen hier auch die Fleischteile. Im Vergleich zu der großen Kuh ist es ein bisschen differenzierter. Es soll auch ein Spiel- und Lernmittel sowohl für Kinder als auch für Erwachsene sein. Wir haben ja auf der anderen Seite dann nämlich auch noch typische Gerichte, die man aus den jeweiligen Fleischteilen zubereiten kann. Und diese Kuh habe ich konzipiert für, ja, also wie gesagt, für Kinder, fürs Kinderzimmer. Man kann sie aber auch als Gastronom auf den Tresen stellen. Man kann sie in der Schule verwenden oder der Metzger bei sich in den Laden stellen. Das ist das Projekt. Wir essen heute eine Kuh. Und ich selbst, Katharina Karras, habe an der Kunsthochschule Burg-Giebichenstein in Halle studiert. Das war mein Abschlussprojekt im Spiel- und Lerndesign. Und ja, meine Intention dabei ist einfach, den Kindern und den Menschen allgemein
wieder mehr klar zu machen, ja, was esse ich eigentlich? Sich Gedanken darüber zu machen, woher kommt das Fleisch, was auf meinem Teller liegt? Erstmal, von welchem Tier ist es überhaupt? Ist es die Kuh? Ist es das Schwein? Oder ist es vielleicht sogar das Pferd? Und zweitens eben auch, aus was für Teilen besteht die Kuh? Also, ja, wenn ich einen Schnitzel esse, dann hole ich nicht direkt das Schnitzel aus der Kuh, sondern es kommt alles eben aus einem ganz bestimmten Körperteil. Die große Kuh ist wirklich im Moment ein Einzelstück. Das kann man nicht kaufen. Vielleicht wird es mal produziert, das weiß ich aber nicht. Und diese kleine Kuh, die Wendekuh, die kann man wahrscheinlich etwa circa in einem Jahr über unsere Kunsthochschule, die Burg Giebichenstein, beziehen. Da haben wir den hochschuleigenen Workshop. Einfach mal auf die Website gehen und dort schauen. Ja. Vielen Dank.